Im Herzen Sachsen-Anhalts, nur 15 Kilometer von der Landeshauptstadt Magdeburg entfernt, liegt Schönebeck an der Elbe. Eine Stadt mit rund 30.000 Einwohnern. In unmittelbarer Nähe der A14 befindet sich der Industriepark West, ein voll erschlossenes Gewerbegebiet am westlichen Stadtrand. Auf einer Gesamtfläche von 52 Hektar sind derzeit über 20 lokale und überregionale Unternehmen ansässig. Die Palette an Unternehmen reicht von Handwerks- und Dienstleistungsunternehmen über Chemiekonzerne und Elektronikunternehmen bis hin zum Fahrzeugbau. Infrastrukturell und versorgungsseitig voll erschlossen, bietet der Industriepark West mit seinen großzügigen Freiflächen einen zukunftssicheren Standort für Unternehmen aus allen Wirtschaftszweigen. Mein Name ist Stefan Rübner, ich bin Geschäftsführer der Firma Plantan. Wir sind Zulieferer der Landwirtschaft. Wir liefern hauptsächlich Pflanzenschutzmittel und einige spezielle Düngemittel. Mein Name ist Margarita Österberg und ich bin die Geschäftsführerin von GMC Europe. Wir arbeiten mit Kunststofftechnologie. Das ist wunderschöne, haltbare Ware. Wir machen Abwasseranlage, Produktionsanlage, Abluftanlagen. Ein ausschlaggebender Grund für den Erfolg des Industriepark West sind die idealen infrastrukturellen Gegebenheiten, die das Gewerbegebiet aufweist. Eine direkte Anbindung an die A14 über die direkt wichtige Knotenpunkte wie Magdeburg, Leipzig, Dresden oder Halle erreichbar sind, sowie das Schienen- und Wasserstraßennetz der Stadt Schönebeck ermöglichen es, jede gewünschte Destination ohne großen Mehraufwand zu erreichen. Ja, es ist eben halt ein voll erschlossenes Gewerbegebiet mit einer sehr guten Anbindung direkt zur A14. Die A9 ist nicht weit. Wir sind hier in der Lage, innerhalb von 12 bis 14 Stunden bei allen unseren Kunden deutschlandweit zu sein bzw. unsere Ware dort anzuliefern. Nicht nur für die Errichtung, sondern auch für das Fortbestehen und die Weiterentwicklung der einzelnen Unternehmen ist eine positive und ergänzende Zusammenarbeit mit Unternehmen aus der Region. Insbesondere bei der Errichtung und Installation, aber auch bei der Wartung und Instandhaltung der für die ansässigen Unternehmen notwendigen Anlagen und Maschinen. Ganz entscheidend für die Standortwahl im Industriepark West Schönebeck war auch, dass wir sämtliche Servicefirmen und zuarbeitenden Industriefirmen hier vor Ort ansässig haben. Unter anderem die Firma Anders für unsere Flurförderfahrzeuge und die Firma Assmann für viele Stahlarbeiten. Neben der Konnektivität der im Industriepark angesiedelten Unternehmen spielt auch die Wirtschaftsförderung der Stadt Schönebeck eine große Rolle bei der Weiterentwicklung lokaler Strukturen. Ein umfangreicher wirtschaftlicher Umstrukturierungsprozess sowie ein gezieltes wirtschaftsförderndes Investitionsprogramm verhalf der Stadt Schönebeck zu attraktiven Standortbedingungen für die Industrie- und Gewerbeansiedlung. Zusammenarbeit mit Wirtschaftsförderung war schnell, hilfreich und professionell. Von Tag 1 an war die Stadt Schönebeck mit der Wirtschaftsförderung hier für uns eine große Unterstützung und hat uns bei der Planung und Umsetzung des Projektes sehr geholfen.